Ihr wollt wissen, was ich hier mit den schrägen Wänden vorhab? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ihr habt gesagt, wir schließen hier unten den Spaß noch an. Außen habe ich gemacht. Innen habe ich schon mal die hier das Eisen angeschlossen. Moment. Ja, das geht schon mal rein. Wasser habe ich vorbereitet. Das zeige ich euch jetzt. Und dann gehen wir da auch direkt dran. Eine Sache wollte ich euch vorher noch zeigen, weil ich habe ein bisschen rumexperimentiert. Das hat man da hinten schon mal gesehen. Das habe ich jetzt aber auch dort gemacht, diese Querstrebe. Und da ich da ein bisschen hin und her experimentiert habe, würde ich sagen, zeige ich euch einfach mal, wie ich die baue. Und zwar setze ich hier so ein Fundament einmal so um 45 Grad gedreht. Ist das 45? Das sollte 45 sein, ja. Pack da drauf eine geneigte Wand 8 Meter. Bäh. Und dann, in dem Fall habe ich mir durch Trial and Error einfach mal rausgesucht, dass der Punkt, das war der Punkt, oder? Echt gut passt. Bam. Dann kann das weg. Das weg. Und zack, haben wir. Ja, da hängt jetzt so ein kleiner Pinökel da raus. Das passt hier ganz gut. Ich glaube, da hinten habe ich es ein klein bisschen anders gemacht. Dass das nicht so hundertprozentig passt, aber jetzt habe ich halt, kann ich mir den ganzen Spaß so raussuchen, wie ich das genau passend brauche. Deswegen werde ich das jetzt auch hier und da vorne einmal tun. Weil dann haben wir den Spaß nämlich schön einheitlich. Und dann sieht das auch schon mal ein bisschen besser aus. Ups. Die Verkabelung habe ich auch schon gemacht. Auch das zeige ich euch sofort. Letztendlich bin ich hingegangen. Wir haben ja immer 16 Stück hier unten. Alle 5 habe ich von Mark II hingesetzt und die dann angeschlossen. Ausnahme sind letztendlich die 4 in, also 1, 2 in dieser Ecke und 2 in der Ecke da hinten. Da ist nochmal ein Einzelner drauf. So, jetzt gucken wir einmal hier, wie wir das hier haben. Weil der hängt nach unten irgendwie mehr durch. Ja, den habe ich etwas tiefer angesetzt. Okay. Das ist aber kein Problem. Die wollen wir behalten. Dann ziehen wir den nochmal raus. Machen das dort genauso wie die anderen beiden. Und vielleicht sagt der ein oder andere, jo, so kann man das auch machen. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Oder einer von euch sagt, Alter, komm da nicht mit so einem Billo-Shit an. Außerdem so und so ist viel einfacher. Nehme ich auch gerne. Dann bitte unten in die, bitte unten in die Kommentare. Ich lerne ja auch noch. So. Sieht das vernünftig aus? Und praktischerweise, weil ich ja da vorne runter kann, kann ich euch noch zeigen, wie der Strom da hochkommt. Und zwar, er kommt einmal hier über die Kante, hier dran, genau hier auf die Mitte, da hoch und von da aus geht es darüber. Einer geht hier durch, weil der muss einmal quer, um den Spaß anzuschließen. Ähnliches Prinzip. Ne? Also praktischerweise habe ich ja 5 Stück. Ich kann hier 5 anschließen, um einen weiterzugehen. Ne? Also er hat ja dann immer da den Anschluss und auf der anderen Seite den Anschluss. Deswegen fallen 2 von den 7 weg. Bleiben 5. Hier haben wir. Da zieht sich durch bis hinten hin. Und wie ihr seht, habe ich hier auch schon mal ein bisschen den Abfluss geregelt. Und zwar, das ist jetzt, ach guck mal, da ist die Rechnung sogar noch. Wir kriegen ja am Ende 2100 Stahl daraus. Und diese 2100 Stahl setzen sich zusammen einmal aus 13 mal 60, weil ein so ein Ding macht 60 Stück. Einmal, also
Das ist quasi ja, ein W noch da drin. Das ist einmal hier die 6 Stück. Dann haben wir hier 6 Stück und den einen, den wir so ein bisschen abseits gesetzt haben, ohne Gegenpart auf der anderen Seite, der ist meine Nummer 7. Damit haben wir 13. Hier vorne sieht man ja, dass das hochgeht. Das sind halt 8 Stück. Die hier schon mal rübergehen. Dann haben wir hier nochmal 4 dazugepackt. Dann sind wir bei den 12, die wir in dieser wunderbaren Rechnung haben. Und was überbleibt, sind 10 Stück. Und die 10 gehen da dann. Das heißt, wir haben ein Band, also die 13 von dem ersten setzen sich daraus zusammen, dass ich gesagt habe, 780 kriege ich auf ein Band. 780 durch 60 waren 13, ganz genau. Und dementsprechend, dieses Band hier ist voll, dieses Band hier ist nicht ganz so voll und dieses Band ist am leeresten. So. Das haben wir. Ich habe die Treppe ein bisschen versetzt, damit das mit den Stromkabeln und dem Gedönse hier nicht ganz so stark klebt. Da stört mich ein bisschen, aber auch nicht so massiv. Ja, jetzt gehen wir mal hier runter. Und zwar hier unten den Anschluss, das hatte ich ja erklärt, wie ich es machen will. Das habe ich auch genauso durchgezogen. Und ansonsten habe ich einfach oben an der Decke von unseren Rohren, wo sie reinkommen, habe ich eins genommen und habe es nach rechts langlaufen lassen. Nämlich das rechte von den Rohren. Das linke von den Rohren geht nach links weg. Und das mittlere, also die anderen drei gehen erstmal hier in die Mitte, weil sie von hier aus hochgehen sollen. Das mittlere geht mit 600 bis hier rein und geht dann hier mit 300 weiter. Ich brauche da nur 120. Ich brauche da nur 80 von, nicht 120. Der Rest geht dann in einem 600er Rohr zusammen mit denen weiter nach oben für die anderen Etagen. So, das ist der Spaß. Und irgendwas knistert hier so komisch drin. Seltsam. Ist das ein Kopfhörer? Na, egal. So, das haben wir. Jetzt müssen wir nur noch die Anschlüsse machen. Also ich habe hier den ersten jeweils angeschlossen, weil da musste ich ein bisschen improvisieren. Und zwar, gehen wir mal hier rüber. Bitte einmal hier rüber. So, danke. Das Rohr wird hier angeschlossen, geht dann einmal links weg da rein. Da oben ist dann direkt die erste Maschine. Und dann geht es hier weiter mit dem Rohr. Und das heißt, was wir jetzt machen, wir gehen einmal schön rum und setzen die Kollegen hier. Echt jetzt, Davis, dass den Namen nimmt, das mittig ist. Na egal. Setzen das hier hin. Und immer schön vor die einzelnen Punkte. Und wenn wir dann rum sind, dann passt das. Natürlich bei den 64 ist richtig doof, weil bei 60 hätte ich nur genau 2 Leitungen gebraucht, sprich 30 pro Richtung. Aber gut, irgendwas ist ja immer. So, da kommt übrigens die Stütze von unten raus, die muss ich auch nochmal schöner machen. Muss wieder ein bisschen rumprobieren, aber auch das kriege ich noch schön hin. So, da. Da. Wenn wir dann einmal rum sind. Wenn wir dann einmal rum sind, dann können wir quasi direkt wieder von vorne anfangen und den Spaß anschließen. Und dann als letztes wird das Wasser zugeführt. Dann ist gut. Hier ist nochmal richtig, richtig Rotze gewesen. Aber ich muss halt irgendwo, muss ich leider den Abstrich machen, so wie ich es gebaut habe. Und da das alles ja unten drunter ist, ist mir das Clipping von den Bändern halbwegs egal. Ich habe es versucht, halbwegs. Also, wenn ihr sowas nachbauen würdet und jetzt das Zeug vielleicht nicht unbedingt hier reinführt, sondern unten drunter, also
nochmal hier drunter so eine quasi Durchführebene macht zur Mitte hin, hättet ihr das Problem zum Beispiel nicht. Aber das hält sich in Grenzen, ist nicht an vielen Stellen. Ihr habt auch diesen einen Bogen, zeige ich euch gleich nochmal, gesehen. Den habe ich halt gemacht, damit ich beim Abtransport der Eisenbarren ein bisschen Platz habe, weil da hätte es dann auch nochmal blöd geklippt. Das wollte ich nicht. So. Dahin. Irgendwas habe ich hier als jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele, gibt es so eine Geräuschkulisse, die hier im Hintergrund läuft. Und da haben wir den letzten wieder angeschlossen. Hier den ersten angeschlossen von den vielen. Da denke ich jedes Mal, meine Spülmaschine läuft. Ich sitze aber gar nicht in der Nähe meiner Küche. So, da kommt das Wasser an. Und jetzt ist das die Frage, ob ich es einfach... Nee, ich ziehe das hier hin. So. Das hätten wir. Muss auch noch mal gucken, an welcher Stelle ich eigentlich aufs 300er Rohr runtergehen kann. Das wäre eigentlich besser als wenn ich quasi direkt mit 600 durchgehe. Aber das ist nachher einfach nur einmal Rohre ein bisschen verändern und dann ist gut. Das geht ja relativ zügig. Das ist dann wieder so eine Sache, mache ich halt nebenbei. Aber wir können das natürlich auch gleich, wenn wir die Einfüllrohre setzen, mal eben gucken. Wenn wir die 15 hinter uns haben, können wir auf 300er Rohre runtergehen. Weil bis dahin müssen wir halt haben wir halt immer mehr als 300. Aber dann geht es. So. Hier bin ich mir selbst im Weg. Okay. Dorthin. Und. Manchmal klingt das wie eine Spielmaschine und manchmal klingt es wie das Gurren ein Gurr. Gurren einer Zauber. Das fühlte sich jetzt an, als sagt mein Kehlkopf, nein, du machst das nicht. Nein, nein, du lässt das. Ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da ist das mit dem R nicht so. Mit dem gerollten R. Eine Sache, die ich übrigens sehr faszinierend finde an Sprache, ist es grundsätzlich, du sprichst die gleiche Sprache, aber durch die Region, wo du geboren bist, hast du eine andere Aussprache. Und in ganz extremen Fällen, wie zum Beispiel jetzt gerade bei mir, hast du auf einmal Buchstaben, die du nicht richtig aussprechen kannst. Das ist seltsam. So, ich wollte euch diesen Knick zeigen. Ne, das geht einmal von da runter, runter, darüber. Weil die hängen natürlich genau an den Rohren. Also, bitte einmal hier durchlassen, danke. So. Wie gesagt, genau an den Rohren. Und hier, der ist knapp daneben. Das heißt, ich hätte auch wieder Clipping gehabt, das wollte ich ein bisschen vermeiden. So hängen die dann nur, also die kriegen quasi als Auslass falsch. Kommen die dahin. Könnte
oder Stromkabel? Ich weiß es nicht. So, also, ne, anstatt die jetzt hier ganz runter zu setzen, da kippt es halt rein, würde ich sie da oben lassen. Fertig. So. Haben wir das. Versuchen wir einmal hier durchzukommen. Danke. Und jetzt müssen wir zählen. Wir haben eins. Nee. Ich schließe jetzt das Wasser an. Dann fangen die ersten Maschinen schon an zu arbeiten. Da auch, da kommen wir nachher an. So, eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. So, bis dahin haben wir den Spaß. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. 13, 14, 15. Das hätte ich mir natürlich auch direkt merken können, weil eigentlich war klar, dass ab hier Ende ist. Komm ich hier einmal durch. Weil bis dahin wären 16 gewesen. So. Machen wir hier schön die kleineren Rohre hin. Es dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis die volllaufen. Ich könnte die Maschinen auch noch mal kurz stoppen, damit das vielleicht so nach und nach besser wird. Und immer volllaufen lassen, nächste an. Das gucken wir dann danach erstmal. So, hier muss das lang. Da muss das lang. Wird sogar schon langsam voller. Da müssen wir uns nämlich darum kümmern, wenn das Zeug von oben runterkommt, wie wir es dann in die nächsten Maschinen reinkriegen, zum Teil. So, du bist hier angekommen. Das sieht doch schon mal gut aus. Da haben wir das schon von vornherein richtig gemacht, weil da wusste ich ja, dass wir weniger brauchen. Damit ist das mittlere Rohr angeschlossen. So, guck mal, du bist hier hinten angekommen. Sehr schön. Muss ich wieder gucken. Wir mussten bis knapp über die Mitte. Ich zähle trotzdem. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Dann muss dieses Rohr noch. Ab jetzt muss ich nicht mehr verändern, sondern einfach rein damit. So. Mit dem Prinzip werde ich auch die anderen anschließen. Da geht es dann quasi am Ende nur noch darum, wie kriege ich die Ressourcen irgendwo hin, um dann daraus was zu machen. Aber dafür haben wir unseren kleinen Mittelturm, mit dem wir eine ganze Menge Zeug hinkriegen. So. Wunderbar. Da scheint alles zu laufen. Perfekt. Jetzt habe ich hier einmal die Kohle in diese Richtung gelegt. Ah, verdammt, der läuft nicht. So. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir das am besten
gesetzt kriegen. Wie gehen wir hier ran? Ich glaube, ich fange auf der Seite an. Das sind die Ausgänge, okay. Ich würde mit der Kohle anfangen wollen. Aber wie mache ich das am sinnigsten? Also die Kohle kommt von da hinten. Splitter. Macht mehr Sinn, von der Seite anzufangen. Mit der Kohle. Wir haben die Kohle. Kommt da an. Ich würde sie am liebsten von da reinlaufen lassen, weil wir hier den einen haben. Ja, wenn das gerade ein bisschen sehr verdreht aussieht, nehme ich mir den Kollegen als... Ja, nehme ich jetzt diesen. Es ist vollkommen egal, welches von den beiden ich nehme. Hauptsache, ich halte mich irgendwie da dran. So, wir setzen uns die Kohle hier hin. Dann kommt der Kollege Splitter, der wird da dran gesetzt und kommt da rein. Dann drehen wir den und sagen, also, ich möchte gerne, okay, ich hätte den anderen nehmen sollen. Das ist Quatsch. Den machen wir nochmal. Und zwar dorthin. So, weil im Idealfall habe ich da immer die... beiden Kollegen. Den setze ich vorsichtshalber nochmal neu. So, ebenso. Jetzt gucken wir mal. Da und dort. So. Will ich den jetzt lieber einen vorsetzen? Ich glaube schon. Pass auf. Du kommst hier hin. Du gehst wieder weg. Okay, und dann geht der Spaß, nämlich der Band in diese Richtung. Jetzt wollen wir, na, da würde ich sagen, nehmen wir, wie machen wir es denn? Lassen wir den anderen von vorne rein, nee, die lassen wir auf jeden Fall beide von hier hinten reinlaufen. Vielleicht wäre es gar nicht so clever, das so zu machen, sondern besser einfach hier runter zu gehen. Muss ich den aber nochmal drehen. Es wird gleich was werden. Irgendwann. Nee, den wollte ich nicht. Ich wollte den. So. Genau. Da dran. So hatten wir eben doch das Autosave. Und dann geht es auch schon weiter. Ja, ich mache das gar nicht mit dem Drehen. Ich ziehe jetzt einfach hier schräg runter. Oder ich kann ja auch mit dem Lift arbeiten. Dann sieht das ein bisschen schöner aus. Ja, das ist, glaube ich, die clevere Variante. So, fertig. Dankeschön. Haben wir das. Also, das räumen wir wieder weg. Das ist so schön gemacht. Das brauchen wir gar nicht. So. Dann kommt der Kollege hier runter und der Kollege kommt hier runter. Und du kannst weg und wirst ersetzt durch den.
Sehr gut. So, das ziehen wir hier lang und sagen, wir hätten es gerne. Wenn ich jetzt wüsste, wie viel ich da brauche. Wo sind eigentlich die... Die Ausgänge habe ich oben gemacht. Das heißt, wenn ich den wegnehme, bin ich unter so einer Maschine. Ne? Und kann dann einmal sagen, du brauchst 40 Kohle. Und das hätten wir hier auf... wie viele Maschinen? 1, 2... Also, zählen wir gleich. Dann können wir die hier reinholen. Ich glaube aber, es macht Sinn, hier vorne einen Splitter hinzumachen. So. Ja, das wird Sinn machen. Aber wie gesagt, ich möchte die Kohle gerne von der gleichen Seite reinlaufen lassen. Und dann geht das da lang. Und dann geht das von da aus da. Und die Kohle auch schon mal da rein. Alles halb so gut. So. Und dann gehen wir mal weiter. Nee. Dahin, zwei weiter, dahin, zwei weiter, zwei weiter, zwei weiter habe ich gesagt. Sag mal. Dahin. Okay. Und jetzt brauchen wir aber noch... Das ist halt ganz doof. Die muss ich noch einmal dazwischen setzen irgendwie. Den da drauf. Das machen wir jetzt aber einfach mal. Überall hin. In der Hoffnung, dass ich genug Zeug habe. So. Dahin. Dann machen wir die unteren gleich da wieder weg. Dahin. Dort weg. Der geht mir auf den Senkel. Es war natürlich klar, sich irgendwo mit meiner Art zu bauen Stress kriegen werde. Und in dem Fall wird es sich da rächen. Und hier muss ich noch einen dazwischen kriegen. Gehe ich noch mal eben weg. Du gehst darüber. Dann, du kommst weg. Wie krieg ich denn den angeschlossen? Aber egal wie, Und warum habe ich diesen Versatz jetzt da drin? Aber wo habe ich den? Da habe ich... Oh Gott. Ja, wunderbar. Wir gucken uns das alles nochmal an. Also. So.
Das ist jetzt hier richtig. Damit das hier passt. Okay, das kriege ich niemals hin. Wir nehmen den weg und wir nehmen den. So. Du bist noch richtig mittig. Und du bist falsch. Die müssen alle genau auf der Mitte stehen. Ja, müssen sie. Alle genau auf der Mitte stehen. Also. Weg damit. So. Mhm. Ja, das, deswegen geht das nicht genau. Das heißt, ich muss jetzt. Den haben. Mit dem da drauf. Unten muss ich aber. Den haben. Dann kann der weg. So, das bringt mir zwar nichts für diesen hier, weil ich den nicht dazwischen kriege, oder doch? Nee, hinter ist doch vollkommen egal. Oh, das würde doch passen. Das so machen. Habe ich den. Ach so, habe ich den falsch gesetzt. Und den! Ach, ich bin der Held vom Erdbeerfeld. Okay. Herzlichen. Wir kriegen das noch hin. So. Wir werden es noch schaffen. So. Dahin. Jetzt. Dahin. Es kann doch nicht sein, dass ich so blöd bin und das nicht auf die Kette kriege hier. Du musst. Ich muss halt das richtige Ding hier treffen. So, da hätten wir dich gerne. Danke. Nochmal. Danke. Und. Danke. Mann, 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 Mann. Was ein Akt. So, dahin in die Richtung. Dann habe ich den angeschlossen. Und hier habe ich. Was ist denn, wenn ich den. Idee. Viel besser. So, also. Wir machen jetzt erstmal die Kohle, nehmen die oberen hier weg. So. Okay. Wir tun einfach so, als wäre das hier nie passiert. Okay? Einverstanden? Wir ziehen das hier rüber. Bis dahin. Okay. Lassen die Kohle einfach schön hier durchlaufen bis zum Ende. So. Hier ist das Ende. Dann schließen wir die Kollegen an. So. Das wird alles schön dran gepackt. So, das ist dran. Guck mal.
Wow, oh, das war ja gar nicht so schwer. Dann nehmen wir uns einen Splitter. Und sagen, wir haben den da. Wir ziehen uns erstmal den Kollegen hier runter und lassen das da reinlaufen. Das ist viel, viel, viel einfacher. Wenn ich jetzt nämlich hingehe und lasse das Zeug von da kommen, den nochmal ab. Wahrscheinlich wird das auch funktionieren, wenn man den Quatsch hier nicht macht, den ich immer mache mit hinpacken, dann so dran setzen und wieder abreißen, aber ich höre da halt keinen Klick. Und dementsprechend lasse ich das lieber. So, jetzt machen wir erstmal den Splitter, der in die Richtung geht. So, das hätten wir gerne. So. Nein. Hier. Hier. Die sind alle richtig, okay. So, hier haben wir den Kollegen. Und dann sind wir auf dieser Seite auch schon fertig. Das heißt, ich kann hier hingehen und erstmal schön die Förderbänder durchziehen. Das machen wir dann gleich auf der anderen Seite. Echt jetzt, ich habe direkt den ersten vergeigt. Es ist doch nicht so schwer. Es werden doch irgendwann mit der Zeit zu viele Linien. Vielleicht noch die große Frage, wie werde ich denn, nein, wie werde ich denn überhaupt die Dinger hier zusammensetzen. So, nochmal. Das dort ist meine Linie. Genau. Das dort ist meine Linie. So. Ihr seid jetzt richtig. Ich guck noch nach und sag nur Load aus. Da. 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 Mehr gibt es nicht. Hei, 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 hei. Da, da. Nein. Da, da. Oh, Mann, 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 Mann. Ihr tut euch was an mit mir. Das ist ja... Oma, vielen Dank dafür, ne? So. Da hat sich der Klick gemacht. Das kann man für mich ein bisschen lauter machen hier. Klick. Und so. Okay, damit hätten wir den ersten Spaß angeschlossen. Kohle geht in der Mitte. Und die Eisenbarren, die wir uns gleich irgendwann holen, gehen da. Da muss ich nochmal gucken. Wir haben 35 mal 40. 1360. Heißt, wir brauchen zwei Bänder voll. Und haben 200 Überschuss, die wir hinten rausleiten. Na, ja, kein Thema. Können wir irgendwo einen intelligenten Splitter dazwischen setzen und dann ist da halt... Passt schon. Und dann gucken, wie wir es am besten hinkriegen. So, jetzt müssen wir hier den nächsten setzen. Dafür gehen wir wieder hin. Holen uns einen runter. Ach, ich bin 12. Und überhaupt. Ich muss eher 5. Ja, damit hatte ich dann noch nichts zu tun. Egal. Wir Männer sind doch alles kleine Kinder, oder? So.
Damit haben wir das. Jetzt müssen wir in der Theorie doch nur bis hier hingehen. Gucken. Das stimmt. Und das sieht gut aus. Dann gehen wir einen weiter. Und sagen... Ja? Der Kollege immer so aufstoßen muss. Passt auch. Was haben wir hier? Passt. Einen zurück. Nein, nein. So. Und dann haben wir keinen mehr. Uiuiui. Er hat klickt. Nein. Er hat klickt. So, das hätten wir. Einmal. Zweimal. Einmal. Es war so klar, dass mindestens einer daneben geht. So, dahin. Der ärgert jetzt auch einmal richtig, ne? So, nächster Versuch. Du bist da und du klickst da. Danke. Dann hätten wir gerne den Kollegen. Den Kollegen. Und wir sind drin. So. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 40 und 240. Wir haben 270er Band. Damit könnten wir arbeiten. Aber habe ich dann. Hätte ich ein bisschen. Ja komm, wir machen einfach, wir lassen voll laufen und dann ist gut. So, das heißt aber, im Idealfall, wenn ich clever bin, setze ich. clever. Den Kollegen hier hin. Und zwar so, dann sieht das A gut aus. Wir lassen den. Wir nehmen den. Ja. Setzen den. Also wenn wir sagen, da sieht gut aus, gehen wir einen zurück. Setzen den da hin, weil sieht gut aus. Schnappen den hier hin. Dann zack, 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 zack. Dann wunderbar, einmal rein da. Und das ist jetzt... So, jetzt ist die Frage. Du machst 65 die Minute. So. 65 die Minute. Das heißt, wir machen. Wir hatten die 1360 durch 65. Wofür rechne ich das denn jetzt? Das ist doch Quatsch. Wir haben 780 durch 65. Der ist nah dran gewesen. 12 Maschinen brauchen wir. Okay. Das heißt 12 Maschinen. Wenn ich hier anfange und dann da rumgehe und zähle 12 ab, wäre doch optimal. Oder hier hätte ich natürlich, dann wäre ich genau auf der Mitte und 12 abzählen ist, na, da hinten sind 8. Fertig. Okay. Das machen wir auch so. Jetzt muss ich mir nur überlegen, der hier natürlich ein bisschen ungünstig sitzt. Wobei, nee, der sitzt gar nicht so ungünstig. Pass auf. Wenn ich
nicht. Ich habe eine Idee. Wir packen uns hier einen Fusionator hin, der genau davor mittig ist. Den setzen wir uns. Sind wir eben so grob gezogen. Da wird es wieder schwierig. Den nehmen wir nochmal weg. Wir packen uns erstmal hier einen Kollegen runter. Na. Wir packen uns hier einen Kollegen runter. Ja. In diese Richtung. Jo, machen wir oben. Dann packen wir uns einen Fusionator davor, der in diesem Fall in die Richtung geht. Da käme der zweite. Dann packen wir uns einen Fusionator hier hin, der in diese Richtung geht. Und zwar genau, schön mittig. So. Jetzt müssen wir gucken, ob wir, wenn wir den da so rein, nein, und da auch nicht. Wenn ich den weiter vorsetze und Fusionator weiter vorsetzen, wie sieht das? Ich da auch nicht hin. Dann setzen wir uns den weiter zurück. Setzen wir uns den hier hin. Da wird uns auch irgendeine Hilfslinie angezeigt. Nehmen wir. Diese geht da. Das ist nämlich genau das, was ich meinte. Weil der nicht klickt, funktioniert das nicht. Ha! Guck mal, haben wir das versehentlich auch geklärt. So, jetzt geht das nämlich schön da rein. Wunderbar. Das wollten wir wissen. Ich schmeiße mal die Kohle weg, die ich jetzt aus Versehen habe, und die Dinger, die brauche ich nämlich auch nicht. Gut. Damit hätten wir den hier. Der verteilt dahin. Soll ich den schon mal laufen lassen? Ich meine, da wird schon mal der erste Stahl gemacht. Ist ja jetzt alles kein Ding. Weil dann kann das schon mal... Weil das ist nämlich jetzt das, was ich mir hier zusammenbasteln möchte. Nämlich hier... In dem Fall kann ich aber auch einmal hingehen, den hier runternehmen, da rein. Dann haben wir schon mal zwei angeschlossen. Das ist alles zu langsam, das weiß ich. Gar kein Thema. So. Hier vorne kommt jetzt wieder ein Fusionator in diese Richtung. Müsste der sitzen, oder? Ja. Du kommst von da aus da dran und gehst von hier aus so da rein, ihr zwei. Also, jetzt haben wir schon mal drei angeschlossen. Und jetzt kommen die Dinger nicht so da dran. So, drei sind vier. Fünf. Sechs. Sieben. Die 8 schon mal. Machen wir die auch direkt dran. Dann bleiben noch mal 580 über. Dann müssen wir gleich mal rechnen. So, du kommst dahin.
Bis dahin. Dahin. So. Der dürfte da oben jetzt gut voll machen. Das ist natürlich schön, dass ich das so da drauf haue. Ne? Das haut da natürlich nicht hin, weil ich habe jetzt 13 Stück. 13 mal 40, die der braucht, sind 520. Das heißt, ich habe hinten doch noch einen Überschuss. Das heißt, ich muss irgendwo zwischendurch. Ich habe jetzt zwar das Band voll gemacht, aber jetzt wäre halt die Frage, gehe ich auf der anderen Seite einfach hin, hier hinten, nehme das, was rauskommt. Nee, kann ich nicht, weil, es sei denn, ich drehe den. Wenn ich den nochmal drehe, dann habe ich kein Problem mehr. Das ist, glaube ich, die beste Idee. Ich nehme den, die drei Sachen nochmal hier wegbauen. Einmal weg, nochmal weg. Nein, nochmal weg. Und zwar sage ich, der geht nach zur Seite raus. Das ist das, nach rechts. So. Gott, bin ich ein Hornochse. Wir reden nicht drüber, okay? Oh Mann, bin ich dumm. Wow. Der hat wehgetan. Ist ja nicht so, dass ich nicht irgendwie hier ein Band einfach rausziehen könnte, ne? Gut. Schön, dass wir drüber geredet haben. Mir fällt gerade auf, dass der hier nochmal richtig kacke wird. Wobei, den können wir gut als Anfang nutzen, oder? Wie gesagt, wir machen das hier in die Mitte. Wow. Da gehen wir hin. So viel Zeit haben wir jetzt noch, oder? Einmal runter. Einmal hier hin splittern. Ja. Wir hätten gerne den Eingang von dort. Den nochmal ab. Und wieder dran. Und den hier nehmen wir. Setzen uns den so dran. Und da müssen wir uns überlegen, wie viel wir da brauchen. Also wir haben 13 befeuert, hätte ich gesagt. 13 mal 40 sind 520. Das reicht aber nicht, okay. Wir sind 520, die weggehen von den 780. Das heißt, wir haben noch 260, die da drauf liegen. Wir brauchen was mehr. Das ist doof. Ich überlege gerade, wie ich den dann noch damit reingebaut kriege. Weil, na, hier ist er jetzt doof. Aber dann ziehen wir den halt einfach hier vor ein bisschen hoch. Mein Gott. Ja, ziehen wir hier hoch. Bam, haben wir die Kohle auch schon mal hier. Gut. Soweit sind wir. Die sind alle voll, die arbeiten. Wahrscheinlich sind die auch schon voll. Das gucken wir uns jetzt einmal an, weil hier müsst ihr jetzt schon. Ja, guck mal, hier liegt schon. Auf Zweien liegt jetzt schon was drauf. Das ist doch schon mal gut. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall unsere erste Ressource schon mal fertig. Also die und die andere. So zwei Stück. Das ist doch super. Das heißt, beim nächsten Mal, ich fliege jetzt nach vorne raus, damit wir ein bisschen Frischluft kriegen. Stecke ich hier drin. Natürlich kommt genau jetzt noch das Autosave, aber das müssen wir nochmal eben ertragen. Ja, genau hier. Sehr schön. Aber dann haben wir das und beim nächsten Mal ist der ganze Spaß dann so weit, dass wir sagen können, jo, haben wir fertig. Wir können uns auch an die nächste Etage wagen. Da geht es dann mit Kupfer weiter. Dann haben wir 56 Raffinerien. Da wird es nochmal ein bisschen spannend, weil wir auch ein bisschen Caterium damit verarbeiten müssen.
Dann hätten wir ganz oben nämlich Gatherium und Quarz. Ich werde hier unten den Spaß, das Anschließen fertig machen und ich werde das so weit fertig machen, dass die hier auch schon mal, also die ganzen Eisenraffinerien, dass der ganze Spaß schon mal irgendwie in der Mitte landet. Und zeige euch das dann wieder beim nächsten Mal, also am Montag. Und ja, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.